Hallihallo, Hallöchen und ein herzlich willkommen zu der vierten Folge. Ja, mittlerweile schon. Dem vierten Part des Time Standing Still Projekts. Und es sind immer noch die gleichen Leute dabei. Ich glaube, ich brauche jetzt nicht alle Leute ansagen. Obwohl, wir haben einen weniger, ne? Ja, really Fell ist weg. Der Tim ist weg und ich hänge hier fest. Scheiße. Warte mal, Karan, fahr mal kurz ein Stück zurück. Scheiße, du hast einen doppelten Drehschirme, ne? Florian? Ja? Kann man sich auch einen Traktor aussuchen? Ja, du darfst den Traktor aussuchen. Ich hätte gern einen MB-Truck. Warte. War ja schon tausendmal rein, der Bruder. So kommst du nicht vorbei. Es wäre am Hof. Wo hängt ja, das Ding dann an? Danke. Ja, guck mal, was passiert, wenn du einen alten Trecker nimmst und dann Mehrweg hinten dran. Wo ist denn hier hinten und vorne? Ich fahre ja gerade auf dem Feld. Guck mich mal an. Hier. Mit was fährst du denn? Danke, Kramer. Ich fahre hier mit dem Kramer. Ich hab's dir zurückgesetzt. Kramer? Aha. Ja, okay. Wollte mal kurze Frage. Vorne ist. Ja. Was ist der bei den drei MB-Trucks? Das FL und das HL. Was ist das? FL ist Frontlader. HL ist hinten der Frontlader. Genau. So. Und FH ist Fronthydraulik. FH, Fronthydraulik. Was ist das? HL. Dann brauche ich ja quasi den HL für die Heckhydraulik. Richtig? Nee, das ist Hecklader hinten bloß dran. Achso, dann brauche ich einfach den ganz normalen für den ohne. Kramer, das kannst du vergessen mit dem Kramer. Entweder du lässt es ausgeklappt oder du kannst es vergessen. Oh, guck mal, wie süß. Ja, ich bin schon vorne in der Luft. Krieg ich Kiro-Wex-KC-100? Ja, aber man hat vorne ein Gewicht dran. Warte, achso, dann hätte ich gerne Gewicht. Ich kauf dir eben Gewicht. Okay, du kaufst Gewicht und einer wollte einen Kiro weg haben, ne? Ja, ich. Den KC-100A für 17.500 Euro. Moment. Der Geld. Ah, dieses Russen-Ding, ja. KC-100A, ja, okay. Auch noch. Oder extra Wünsche hier. Ja. Welche Farbe hättest du gerne aus Protest? Elb, ich hab dir das gekauft. Pink. Dankeschön. Wer würde Pink haben? Ja, Pink wäre toll. Pink gibt's nicht. Welche Farbe wolltest du haben? Ich will kein KC-100A haben. Den gibt's nicht. Farma, welche Farbe wolltest du haben? Gelb. Gut. So, hat gelb. So, dann machen wir das. Oh, Unfall auf dem Hof! Hilfe! LS-Polizei! Feuerwehr! Wir haben keinen Platz auf dem Hof. Da kommt sie schon. Dip. Was ist hier los? Zu welchem Fest wollen wir jetzt fahren? Echt? Ich fahr vor. Lass mich vor. Ja. Ob jetzt hier Vollkorn ist. Ich brauch noch meinen MB. Wer hat denn jetzt ich gesagt? Ich bin noch. Das grüne Monster hier. Alles jetzt halt ihr alle ab und ich hab noch keinen Trag. Kein Mähwerk. Ja, warte, dann warten wir hier vorne. Ja, kannst du mal den Kiro-Wex zurücksetzen? Wein doch. Ja, versuch mal. Wir warten alle zur Holzbrücke. Ja, gut. Jetzt ist eh blockiert. Die für 2 Tonnen zulässig ist. Den MB-Truck für den FL. Wer dachte, das ist du, ist, weiß ich nicht, wo ich hinten dran hängen kann. Und das nicht den von der Modscheune, von dem von der Mod, den die Modscheune kenne ich nämlich schon, den anderen kenne ich noch nicht. Dann kriegst du den für 70.000, der billigste, der ist genial. Ja, okay. So. Oh, ja. Ey, Münden hat mehr Werk auf mich drauf, ja, ist klar. Haare schneiden. Pony stutzen. Genau, fahr weg da. Wir müssen, da fehlt auch noch jemand. Komm mal zum Friseur, komm da raus. Ey, der ist Knaller. Da gibt's aber auch noch einen, ne? Also kommt ein Cowboy. Was steht in dem indischen Restaurant? Na? Na, sag an. Toiletten am Ende des Ganges. Ja. Oh Gott, Carboy, pass auf. Der geht vorne hoch, wie sonst was. Also Männer nicht. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Keine Ahnung, wahrscheinlich fahre ich zu schnell. Ich hab. In dem Fall habe ich auch einen mit. Ah, deiner auch. Hau raus. In dem Fall hätte ich jetzt auch noch einen. Und zwar kommt ein Cowboy in eine Bar und sagt, gibt's hier jemanden, der Klaviere verkauft? Und dann meine so, der Barkeeper, nee, aber draußen vor der Tür steht Red Bull, der verleiht Flügel. Der hat einen Augenblick gedauert, aber. Okay, pass auf, ich hab auch noch einen, auf die Schnelle. Ja. Zwei Polizisten sollen eine Straße absperren, haben ein Schild dabei, da fehlen aber unten die Füße, also haben nur 2 Rohre. Dann sagt der eine,
komm, wir buddeln Löcher und stecken das Schild da rein. Gemacht, getan, Schild ist bombenfest. Da fällt dem anderen Polizisten auf, oh, jetzt haben wir aber einen Riesenhaufen Erde. Was machen wir damit? Sagt der andere wiederum, kein Problem, wir buddeln noch ein Loch, füllen die Erde dann da rein. Gesagt, getan, ihr könnt euch das vorstellen, das geht 3-4 Löcher lang, immer wieder ein Haufen. Auf einmal brüllt der Bauer Kall aus dem Fenster, saut den die ganze Zeit zu und meint, Jungs, ihr macht einen Fehler, ihr müsst tiefer buddeln. Das ist auch so ein Gassenhauer. Ja, stimmt, der brauchte auch einen Moment, bis er Oh, sorry. So, Mähwerk aufklappen. Brauchen wir so ein bisschen. So, dann guck ich mal, dass ich mich neben Carbon hinstelle. Also der Kram ist... Wir wollen kein Gras mähen, wir wollen das Feld abmähen, ja. Ja. A-KMH, 2-KMH. Da, komm. Da fliegen die Pfosten. Das ist eine Mördergeschichte. Ich stehe nicht, nee. Meine Motorhaube ist so weit. Motorhaube, ja, deine Mutterhaube ist so weit. Das habe ich ja auch gerade eben verstanden, ich wollte nur nichts sagen. Mist. Motorhaube? Eine Motorhaube. Auch mit deinem Kack-Kirowetz hier. Ich glaube, Carbon kriegt in der nächsten Folge erstmal einen neuen Trecker. Scheiß Russenkacke. Erstmal einen neuen Trecker. Ja, geht schon. Das ist alles, was ihr fahren könnt. Ich komme mit 20 km/h angebrettert. Ja, die können auch nur 20 fahren. Da vorne schleicht einer. Ich fahr 21 km/h, also ich weiß nicht, was ihr habt. Ich dachte, wir wollten von den Uhrzeiten anfangen und nicht schon mit des 20. Jahrhunderts hier mit Kirovets und so. Wieso? Das ist so eine alte Russenkacke. Wer schläft denn jetzt da vorne? Carbon, bist du, ne? Ja, das sind Carbon und ich, die hier ganz langsam fahren können. Was? Pass auf, dann fahr doch einfach mal kurz nach links, dass die schneller können, kurz vorbeikommen. Mir ist das wurscht, ich gebe es einfach Gas. Was pflügst denn du da, das Feld? Oh lol, wieso ist denn ein Betrag? Ja. Du fährst doch voll über den Acker, was mähst denn du da? Skandal. Ist der ein B-Truck, der ist ja auch ein Oldschool-Truck, oder nicht? Ja. Das hier ist Luzerne, wenn du das meinst. Ach so. Ja, die ernten die Luzerne. Ich mähe hier die ganze Zeit, wie geil. Ja, super. Ihr habt ja vollkommen recht. Ja, die Mordpolizei ist gerade vorbei, von ob das kehrt. Ja, der kam zurück. Die wollen hier den B-Truck zurück. Nein, den kriegen sie nicht. Was? Kirovets, wo sind die denn her? Also es kann durchaus passieren, dass bei mir hier öfter das fährt, denn ich habe hier 200 Meter weiter die Feuerwehr, 100 Meter weiter das Rote Kreuz und 50 Meter weiter die Polizei. Und da brennt also oh, hier ja. Rückt muss, alles muss aus. Die Mordpolizei kann das von den Polen die Kirovets. Wo lebst du? In Manhattan? Ja. Ey, da muss der Silvester richtig geil abgehen. Daniel, du bist ein bisschen dicht an mir drauf, ne? Ja. Aber fahr gerne an mir vorbei, dann habe ich ein bisschen. Kurze Frage, was machen wir mit der Luzerne? Die Luzerne wird dann später geschwadet und dann gepresst für die Ladeballen. Da müssen wir aber leider noch 20 Jahrzehnte warten. Richtig, denn ist momentan noch kein Ballenpresse erfunden worden. Ja. Doch, in dem Zeitalter, wo es die Krammer gab, gab es schon Ballenpressen. Aber keine Rundballenpressen für Silage. Die alten kleinen HD. Ja, da kamen die ersten Ballenpressen von Glas raus. Das ist auch so ein Ding, was ich nicht verstehe, was ich schade finde. Es gibt keine Ballenpresse für die eckigen Dinge. Doch. Freilich. Ja, aber keine für die kleinen, nur für die großen HD-Ballen. Oder? Für die großen, ja. Ach, weißt du was, Carvan, ich fahr jetzt meine? Zu dir. Mir ist das hier hinten so einsam. Ich hab mir schon einen runtergeladen, deswegen, für die großen ja. Wir haben noch eine Ballenpresse drin. Der Kram ist auf... Ja, aber das ist ja New Holland. Ich komm zu dir, Schatzi. New Holland Presse war das. Wir haben ich schieb dich ein bisschen, dann kommen wir am Ende der Bahn, können wir zusammenfahren. Der also, Big Baller, das ist 90. Der Vorteil jetzt an Mönchwinkel, auch mit den Luzernen, ja, 5 km/h, das ist schon eine Mördergeschwindigkeit. Nee, Luzern ist halt eben laut Smirnoff. Laut Smirnoff wachsen Luzerne nach. Genau. Yep. Luzerne kannst du wächst nach. Und das Schöne ist dabei, es ist nicht wie Gras, was du einfach wegflügen musst, sondern kannst einfach drüber kruppern. Wunderbar. Wenn du das nicht mehr haben willst. Das ist cool. Ja. Und das ist halt ein extremer Vorteil. Hat Gras gesagt. Ja. Das einzige Beschlüssel ist dabei, wenn Luzerne, Luzerngras mit normalem Gras
vermischt. Ja, dann hast du wahrscheinlich ein Problem, ne? Ja. Ich hab die Glasfallen dann liegen. Das liegt ich hier mach nix mehr, ey. Das ist kack hier mit ihren euren übermotorisierten Teilen. Warum nicht denn jetzt? Yeah, so funktioniert. Ich schieb jetzt Kava. Hey, wo ist der? Den hab ich vor uns überholt. Schau jetzt auf, ich hab keine Lust mehr. Ich fahr wieder zurück. Ich bin jetzt beleidigt. Ich bin Moped. Ja, das ist schon hier. Eigentlich weißt ein Stromaggregat. Schon blöd, wenn man ein Mähwerk an eine Simson oder so dranhängt, kein Wunder, dass hier eine Stimme. Aber mal so eine Frage: Es gibt ja, ich weiß ja, ich habe jetzt schon mitbekommen, dass einige von euch durchaus mal mit dem Gamepad und auch mit dem Lenkrad gespielt haben. Ja? Ja. Was bevorzugt ihr denn? Lenkrad. Ganz klar, Gamepad. Gamepad-Lenkrad. Ganz klar und. Eindeutig Lenkrad. Alles na, andere ist Quatsch. Das Ding ist, wenn es mal eine vernünftige Unterstützung geben würde für ein Lenkrad, was du das auch nicht alles 17 Mal einstellen musst und so, oh ja, das ist dann würde ich es auch machen, Alter. Aber... Ich hab einmal G7 ins Kopf und hab das verkauft wieder. Aus dem einfachen Grund, weil ich das nur für LS benutzt habe. Und jedes Mal, ich bin Familienvater, jedes Mal, wenn sie das, der Rechner nachher schaut, kalibriert das. Und das ist nicht gerade so leise, sage ich jetzt einmal. Ja, und wenn dann die Zwerge daneben bin. Genau, genau. Und ich hab mir nachher irgendwann den Wireless Xbox Controller gekauft und ich kann mit dem das genau gleich lenken und kann dann auf die Seite legen, fertig. Das ist einfach irrsinnig geil. Also ich würde, ich meine, ich verstehe es, mit G27 ist geil, keine Frage nicht. Aber wenn man nur LS zockt, dann ist das eigentlich too much. Ja. Aber. Ja, aber es gibt auch dieses Driving. Force GT, von, ja. Genau, das ist das gleiche wie die G27 im Grunde genommen. Nur ein Pedal weniger und du hast den Schaltknopf direkt dran. Ja. Und kostet ein 100er weniger. Ja, ja. Das hab ich. Das Driving Force GT. So, ja, das ist ich finde das schön, dass es keine wirklichen Support fürs Lenkrad gibt. Das Lenkrad, wenn ich den Rechner auffahre, das synchronisiert gar nicht. Hallo? Ich habe den Treiber nicht installiert. Ja. Der ist installiert. Kaufst du mal einen Steyr Multi 4115? Ist das ein Mod? Nein, das ist ein Standardtraktor und dann kaufen wir mal ein oder zwei Kreisel oder vier Kreisel Schwader. Dann schwader ich schon mal und nehme ich schon mal. Wir haben allerdings nur noch 13.000. Die Kreisel Schwader gibt's ja noch nicht. Brauchen, müssen wir nicht erstmal zittern. Hey. Wir haben 13.000 Euro auf dem Konto. Wir sind pleite. Dann nimm Kredit auf. Bank sagt nein. Da muss ich erst hinfahren zur Bank. Ich habe kein Computer. Oh lol, jetzt hat sie schon wieder da. Oh. Soll ich mal schieben helfen? Mach das. Ich hab genügend Power. Also wir gucken das mal. Das war schön. Kennt ihr, hat jemand von euch Project Cars? Kenne ich, aber habe ich. Ja, da ist das Schöne, da steckst du das Lenkrad dran und es gibt im Spiel eine Unterstützung dafür. Du kannst da im Spiel alles einstellen und. Weil der Esser muss wieder raustappen, umstellen, diesmal und das mal und da habe ich keinen Bock zu. Ja. Dass das reinstecken, das soll funktionieren. Also bei mir hat es gut funktioniert, aber wie gesagt, bei mir war das Kalibrieren eigentlich ein Problem. Ich habe mir extra an. Ja, du musst, wenn du es kalibriert hast, dann ja. Ja, na, das aber du musst es erstmal kalibrieren. Ja. Nein, wir haben kein Geld. Genau. Da bin ich zu faul zu. Nein, Jordi ist toll, Jordi ist gut. In der Garage steht noch ein Ursus. Ja, aber der driftet wie blöd, den kann ich nicht empfehlen. Du kannst aber den einen immer wieder zurücksetzen. Ich finde irgendwie, wir haben zu viele Drescher, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ich glaube, die können wir mal verkaufen jetzt. Moment. Warte, verkauf mal zwei, drei Stück. Wir haben zu wenig Drescher. Da können wir ja eine schöne Runde Korbe rein. So. Die rote Rakete. Scheiße. The Red Dragon. So. Ey, selbst mein Mähwerk interessiert das nicht, ob dort noch Traktor steht. Jetzt, nee. 53.000 Euro. Ja, dann noch ein Schwader, oder? Wie viel hast du verkauft? Zwei oder Stück. Oder was? Zwei Stück. Zwei. Wer hat denn? Flori, du stehst im Weg. Oh lol. Moment, Erst dachte ich lol, doch dann merkte ich. Ich bin mal gleich wieder da, ne? Ja. Setz mal hier ordentlich. Bin mal gleich wieder da. Ja. Also nicht gerade, was ich machen soll. Also ein B-Truck ist aus den 80ern. Der Eindruck, das ist immer gut. Oder wann kam dein B-Truck raus? Was ist denn einer aus den 80ern? Magst du mich ablösen? Ja. Alter, was ist mit meinem Handy los hier, Alter? Okay.
Hüpf hier rein. Was warst du? Du, Lecker, du mal 5 ich mach mal eine schöne Kurve rein, ja. 15 Minuten erreicht. Ja. Dann musst du aber. Ah, da. Alter. Da warst du. Ding, ding, ding. Wir finden da vor mir. 15 Minuten, ja. So, sehr schön. Der Julian hat mich gerade geschnitten. Ja, ich wollte, hab gesagt, ich mache eine schöne Kurve rein, damit man besser fährt. Ja, so, also an dieser Stelle wieder vielen Dank fürs Zuschauen bei allen anderen Stellvertretern gesagt. Sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.